In Flugstunde 9 haben Sie ein Gefühl dafür bekommen, wie der Hubschrauber Robinson R-22 in der Luft liegt. In dieser Flugstunde starten Sie, fliegen durch einige Tore und landen neben oder auf dem Hubschrauberlandeplatz im 5. Tor. Erhöhen Sie zum Starten mit Hilfe des Leistungshebels vorsichtig und langsam die Leistung. Der Hubschrauber hebt ab, sobald die Rotorblätter genügend Auftrieb haben. Schieben Sie den Steuerknüppel nach vorne, um nach vorne zu fliegen, und passen Sie Ihre Höhe über die Leistung an. Sie werden die meiste Zeit nicht mehr als die halbe Leistung benötigen. Das Landen ist einfacher, wenn Sie die Tore langsam und kontrolliert durchfliegen. Ziehen Sie den Steuerknüppel nach hinten, um langsamer zu werden, und halten Sie die Höhe, indem Sie die Leistung anpassen. Wie in den anderen Flugstunden ist das aktive Tor grün markiert, während die inaktiven Tore rot sind. Verringern Sie die Leistung, um im Sinkflug Tor 4 zu durchfliegen und den Landeanflug auf den Hubschrauberlandeplatz in Tor 5 vorzubereiten. Passen Sie die Leistung an und gehen Sie in den Sinkflug durch Tor 5. Wenn Sie meinen, dass Sie zu schnell sinken, erhöhen Sie die Leistung wieder. Lenken Sie den Hubschrauber mit Hilfe des Steuerknöppels. Herzlichen Glückwunsch! Sie sind soeben mit einem Hubschrauber gestartet und gelandet. Wenn Sie noch ein wenig Zusatztraining möchten, arbeiten Sie an Ihren Landefähigkeiten. Versuchen Sie, auf den 4 verbleibenden Hubschrauberlandeplätzen zu landen. Sobald Sie abheben, wird eine Uhr gestartet, mit der Sie Ihre Leistung überprüfen können. Sie haben den Hubschrauber zwar gelandet, jedoch nicht auf dem Landeplatz. Versuchen Sie es erneut.